In diesem Video zeige ich dir die One UI 5 Beta basierend auf Android 13. Let's go! Hi, ich bin Alex und ich quatsch gerne über Technik. Wenn du auch in Zukunft keine spannenden Samsung-Videos verpassen willst, zum Beispiel mein Review zum Galaxy Z Flip 4, dann abonniere jetzt kostenlos diesen unfassbar tollen Kanal. Aber Dalli Dalli! Bevor es losgeht, noch eine Ankündigung in eigener Sache. Aktuell verlose ich einen Nothing Phone One. Das Gewinnspiel geht nicht mehr lange. Wenn du mitmachen möchtest, dann schau dir das Video in der Beschreibung an. Also das hier ist die One UI 5 Beta basierend auf Android 13. Wenn wir hier in die Einstellung gehen und nach ganz unten scrollen, dann können wir auf Telefoninfo klicken. Dann sehen wir hier schon die erste Änderung. Wir haben nämlich jetzt auch ein Foto von unserem Gerät. Aber was ich dir zeigen wollte, war das hier One UI Version 5, Android 13. Wenn wir hier draufklicken, haben wir leider noch das alte Easter Egg. Da bin ich mal gespannt, wie das neue aussehen wird. Starten wir mal mit den eigentlichen Verbesserungen. Und zwar als erstes habe ich mir hier Animationen aufgeschrieben. Wenn wir jetzt mal hier so ein paar Apps öffnen, dann sehen wir, dass die Animationen nicht mehr so verspielt und verschnörkelt sind, wie es noch bei One UI 4 war. Das ist jetzt alles ein bisschen mehr gestreamlined, sieht alles ein bisschen flotter aus. Mich erinnern die Animationen jetzt tatsächlich ein bisschen mehr an ColorOS von Oppo oder von Xiaomi. Aber das ist ja nichts Schlechtes, denn da finde ich die Animationen mit zu den besten im Android-Bereich. Und ja, also das gefällt mir hier auf jeden Fall deutlich besser. Das war nämlich auch einer der größten Kritikpunkte meinerseits, dass die Animationen in One UI 4 nicht gut waren. Die haben teilweise geruckelt, die waren zu langsam, zu verspielt. Ja, und wenn ich das jetzt mal hier so ausprobiere, das geht alles super flott. Rucki-zucki kann ich hier die Apps öffnen. Das gefällt mir richtig gut. Hier gibt es auf jeden Fall die größte Änderung, die ich finde. Und das hat Samsung schon jetzt sehr gut gemacht. Da hat man sich natürlich an Stock Android orientiert. Die Animationen werden ja in Android 13 auch deutlich besser. Und die waren ja auch bei Android 12 auch schon so verspielt und langsam. Jetzt gibt es allerdings dann ein großes Update und das finde ich auf jeden Fall gut. Das war auch bitter nötig. Hier habe ich mein S22 Plus mit One UI 4.1. Wenn ich jetzt meine App starte, dann siehst du, hier links ging es deutlich schneller als rechts. Vor allem aber beim App schließen sieht man das. Hast du gesehen, hier bounced es noch so richtig unter One UI 4. Bei One UI 5, da ist dann die App einfach schnell geschlossen. Ich probiere es jetzt so gut es geht auf Kamera einzufangen. Okay, bounced die Animation dann nach und die fliegt richtig so eine Kurve. Während bei One UI 5 springt die App direkt einfach zu seinem Ursprungsplatz zurück. Das sieht man vielleicht auch nur mit geübten Augen, aber glaubt mir, im Dauereinsatz, da haben mich die lahmen Animationen von One UI 4 schon genervt und die wurden ja auch zu Recht kritisiert. Jetzt also hier neue, schöne Animationen, das gefällt mir sehr gut. Auch ein Update gibt es jetzt bei Widgets, denn die lassen sich nämlich jetzt stapeln. Das ist jetzt hier ein Smart Widget, aber das habe ich nicht über die Smart Widget-Funktion erstellt, sondern das waren zwei einzelne Widgets, die ich übereinander gezogen habe. Ich demonstriere dir das jetzt mal. Ich gehe einfach mal hier in die Widgets rein. Dann tue ich mir jetzt zum Beispiel hier die Uhr hinzufügen und dann hier noch eine Stoppuhr. Wenn ich jetzt diese beiden Widgets habe, kann ich die noch nicht übereinander stapeln, denn die müssen beide die gleiche Größe haben. Das heißt, ich mache das jetzt hier kleiner auf 1x2. Das hier ist ja auch 1x2 groß und jetzt kann ich die so übereinander ziehen. Und dann habe ich hier jetzt so ein Smart Widget kreiert. Wenn ich es anpassen möchte, kann ich meinen Finger lange draufhalten und dann gibt es hier Stapel bearbeiten. Dann sehe ich hier die einzelnen Apps, kann sie hier löschen oder auch neu hinzufügen. Und um die einzelnen Apps zu bearbeiten, kann ich hier meinen Finger auch lange draufhalten und dann klicke ich einfach auf Einstellung. Und dann kann ich mir zum Beispiel hier noch ein anderes Uhrdesign auswählen. Das hier. Und jetzt sieht das halt hier so aus. Also richtig coole Funktion. Smart Widgets kann man jetzt auch manuell erstellen. Kommen wir zum nächsten Update und das betrifft die Notifications. Denn die sehen jetzt wieder ein bisschen anders aus. Schauen wir uns wieder den direkten Vergleich mit One UI 4.1 an. Die App-Icons sind jetzt hier größer geworden. Hier links sind die noch so klein, da kann man sie nicht genau lesen. Und hier rechts sind die jetzt viel größer und in einem einheitlichen Design. Mir gefällt es tatsächlich ein bisschen besser, denn jetzt kann man schneller identifizieren, welche App welche Notification gesendet hat. Gehen wir mal in die Galerie-App rein und hier kann man nämlich jetzt auch Text erkennen lassen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Foto von einem Karton aufgenommen. Und wenn ich jetzt meinen Finger hier drauf halte, erkennt er diesen Text. Und den kann ich dann einfach aus dem Foto raus kopieren und irgendwo anders einfügen. Also die Texterkennung ist jetzt auch smart und intelligent, genauso wie man es schon von Apple und Google Fotos kennt. Sehr gut, dass Samsung hier jetzt auch nachzieht und eine eigene Texterkennung in ihren Fotos integriert. Dann gibt es auch zwei neue Quick-Gesten. Zum einen, wenn man in den Splitscreen-Modus will, kann man jetzt mit zwei Fingern von unten hochwischen und dann startet dieser Modus. Also kann ich jetzt zum Beispiel einfach hier die Uhr öffnen. Und dann habe ich hier den Splitscreen-Modus. Wenn ich hier in die Mitte drücke, kann ich auch weiterhin die Apps wechseln. Und wenn ich hier auf Sternchen klicke,
wird das als vorgefertigte App gespeichert. Und jetzt kann ich ja auch direkt hier auswählen, ob ich diese App-Kombination im Home-Bildschirm oder an den Seitenpanelen abspeichern möchte. Wenn ich jetzt mal auf Startbildschirm klicke, dann ist hier mein App-Paar direkt zum Startbildschirm hinzugefügt worden. Und wenn ich jetzt beide Paare auf einmal öffnen will, klicke ich einfach hier drauf und dann erscheinen die hier. Das finde ich auch also richtig genial. Einfach mit zwei Fingern hier unten hochwischen und dann öffnet sich der Splitscreen-Modus. Sehr gut. Die nächste neue Geste ist eine Pop-up-Geste. Man kann jetzt einfach hier oben von der Ecke reinwischen und dann startet die App als eigenes Pop-up. Dann kann ich die natürlich hier noch in der Größe verändern und hier rumwischen. In der Zwischenzeit auch eine andere App starten. Die liegt dann hier oben drüber. Und das geht halt jetzt einfach mit dieser Geste noch ein bisschen schneller. Hier oben kann ich dann aber jetzt zum Vollbildmodus wechseln und dann ist es vorbei. Und als letztes schauen wir nochmal in die Hintergründe und Wallpaper rein. Wenn ich mich jetzt hier für ein neues Wallpaper entscheide, dann habe ich hier jetzt mehr Optionen bei den Farbpaletten zur Auswahl. Man hat weiterhin hier vier Vorschläge für die Hintergrundfarben, aber man kann jetzt auch zu Basisfarben wechseln und dann hat man hier insgesamt 12 Vorschläge, die einem gemacht werden. So sieht es aus. Hier oben ändert sich dann immer die Farbe. Also die Personalisierung wird dann noch weiter vorangetrieben. Und das waren im Kern die wesentlichen Änderungen bei One UI 5.0. Natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele kleine Updates. Die kann ich aber jetzt im Video alle nicht zeigen. Das würde den Rahmen sprengen. Und das waren jetzt hier so die wichtigsten, die ich fand. Insgesamt gefällt mir die One UI 5 Beta sehr gut. Die läuft auch bei mir bisher sehr stabil. Ich hatte keine Abstürze oder großen Bugs. Es lief alles sehr performant und flüssig. Vor allem die neuen Animationen tun dem Betriebssystem sehr gut. Ich bin hier also sehr optimistisch, dass Samsung in One UI 5.0 wieder richtig groß auftrumpfen wird. Denn es sieht jetzt schon sehr gut und vielversprechend aus. Falls du selber an der Beta interessiert bist, dann brauchst du die Samsung Members App. Und dann siehst du auf dem Homescreen hier schon One UI 5 Beta oder musst hier oben mal einfach mal durchscrollen, bis du zum richtigen Banner kommst. Ich glaube aber, mittlerweile gibt es keinen Zugang mehr. Ich würde dir auch sowieso nicht empfehlen, die Beta auf dem Hauptgerät zu installieren, da es ja doch nochmal zu Abstürzen oder Datenverlust kommen kann. Deswegen habe ich das auch hier nur auf meinem S22 Ultra Testgerät installiert. Bleibt noch die Frage, wann die Finalversion veröffentlicht wird. Ich gehe davon aus, dass es im Herbst soweit sein wird. Das ist auf jeden Fall das, was man so lesen konnte. Denn Android 13 ist ja auch kurz vorm Release bei den Pixel-Geräten. Und Samsung gibt richtig Gas. Deswegen denke ich, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis wir in den Genuss von der One UI 5 kommen werden. Zuallererst wird aber natürlich die Galaxy S22-Serie das Update bekommen. Und die Beta läuft auch bisher nur auf den Galaxy S22-Modell. Also soweit mein Ersteindruck zur One UI Beta 5. Wie gefallen dir die ersten Eindrücke von One UI Beta 5? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls es gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links mein Video zum Nothing Phone One Gewinnspiel anschauen oder klicke hier rechts für ein anderes Video. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.